Ja, herzlich willkommen zurück hier live vom Berner Kornhausplatz am Berner Digitaltag 2022. Hier in Bern. Digitale Bildung und Fachkräftemangel, wie ermöglichen wir einen niederschwelligen Zugang für alle, ist unser nächstes Thema. Und ich habe ebenso interessante Runde wieder zusammen hier bei mir am Tisch. Und zwar einerseits Lucia Annenleiterin vom Schulamt Stadt Bern, dann Cornelia Mellenberger, CEO EWB, Brigitte Hilti Halder, Grossrätin vom Kanton Bern, und der Matthias Stürmer, Institutsleiter Public Sector Transformation oder Transformation von Berner Fachhochschule. Herzlich willkommen hier quasi am Mittagstisch vom Berner Digitaltag. Schön, seid ihr alle da. Ja, ich habe es gesagt, digitale Bildung und Fachkräftemangel. Vielleicht zuerst mal Cornelia Mellenberger. Wir haben außergewöhnliche Situationen. Es herrscht Fachkräftemangel. Und zwar nicht nur in den Bereichen, die wir immer hören, Gesundheit oder der Schule, Lehrerschaft, Gast oder Hotellerie, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Wie sieht es bei EWB aus? Hat man akut oder momentan auch mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen? Ja, also ich glaube, wir sind da als Branche Brot mit ausgenommen. Wie alle Energieversorgungsunternehmen haben wir wirklich Fachkräftebedarf. Das hat sich auch sehr stark ausgeweitet von den Kerngeschäften. Ich sage jetzt mal Rohrleitungsmonteur, Fernwärmespezialisten, jetzt wirklich auch in andere Bereiche rein, beispielsweise in IT-Sicherheitsbereichen, wo wir Schwierigkeiten haben, Leute zu finden. Wo wir auch merken, dass wenn wir Stellen ausschreiben, dass wir müssen wirklich auch punkten als attraktiver Arbeitgeber. Was bieten wir den Leuten? Die Leute gewinnen und nicht einfach quasi können froh sein, wenn sich jemand bewirbt. Und wir begegnen dem mit dem, dass wir wirklich geschaut haben, ja, wo wollen wir intern Stellen aufstocken. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir Personal werden aufstocken, so dass wir auch mit laufender Rekrutierung können sicherstellen können, dass wenn wir irgendwann mal einen Abgang haben, dass wir ganz gezielt in gewissen Stellen auch gut besetzt sind. Das ist gerade wichtig bei Funktionen, die man nicht einfach so findet, wie zum Beispiel bei Fernwärmespezialisten. Wir bleiben schnell bei dem Thema vom Fachkräftemangel und gehen dann auf die digitale Bildung über, Brigitte Hilti Halder. Die Situation im Kanton Bern, wie sieht die Auspunkte Fachkräftemangel? Sie haben sogar gesagt, Sie selber haben auch, also es sind ganz verschiedene Bereiche, die betroffen sind. Was kann man da überhaupt für gesamteinheitliche Massnahmen ergreifen? Also gesamteinheitliche Massnahmen, das denke ich, das ist etwas vom Schwierigsten, wo wir jetzt einfach so, wenn man das jetzt so müsste beschliessen. Ich denke, ja, man weiss es gibt viele verschiedene Ansätze, aber was effektiv machen, ist schwierig. Also auf der einen Seite, sagen wir, das ist vorhin angetönt, bei den Lehrern klar, dass man schauen kann, dass Leute, Berufsleute möglichst niederschwellig können, an die PH gehen, dass man mehr Leute ausbilden kann, aber auch das reicht noch nicht. Also ich habe das Gefühl, wir müssen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wirklich schauen, was kann man machen, sei es je nach Branche wirklich auch den Beruf attraktiver machen, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und in der Ausbildung denke ich dort auch flexibel sein, dass man eben digitale Angebote hat, wo man eine Ausbildung machen kann, die Zeit und Ort untergebunden sind. Lucianen, die Lehrerschaft ist eines von diesen Gebieten, die auch in den Medien ziemlich viel jetzt vorkommen, wenn es um den Fachkräftemangel ging. Nicht zuletzt, wie es Frau Hilti Haller gesagt hat, weil man auch Leute hat gesucht hat, die man reinholen konnte, um Schule zu geben, wo es vielleicht ein bisschen kreative Gedanken braucht, wer kann man da alles holen und wer kann man da alles zur Verfügung stellen. Die jetzige Situation, hat sich die ein bisschen entspannt? Hat sich der Weg, den man ist gegangen, lohnt sich der? Wie sieht das im Moment aus? Müsst ihr noch zurück? Wir haben die meisten Stellen gut besetzen. Das ist in dem Sinn wie möglich. Nicht alles mit ausgebildeten Leuten. Ich glaube aber, das ist, geht einher mit dem, wie tut sich Schule verändern. Also wie wird Schule künftig sein und was ist der Grundauftrag von dem? Und ich glaube, dort spielt ja auch ganz, ganz viel mit. Auch da, was brauche ich mir für Lehrpersonen, was brauche ich mir für Leute, um unseren Schülerinnen und Schülern gut auf den Weg zu geben, was sie später brauchen, dass sie teilhaben können an unserer Gesellschaft und dass sie parat sind für das, was kommt, wo wir alle gar nicht so ganz genau wissen, wie das wird sein. Matthias Stürmer, von Berner Fachhochschule aus gesehen, was sind denn die Herausforderungen in der heutigen Zeit, genug Leute zu finden, die unterrichten? Ja, grundsätzlich braucht es natürlich schon ein gutes Profil für die Personen, die unterrichten können. Das ist einerseits fachlich, müssen sie den Hintergrund mitbringen. Andererseits aber auch von der Vermittlung her. Und da schaut man natürlich schon. Also wir sind selber bei BFH interessiert an guten Dozierenden. Und wenn auch Leute von anderen Berufsrichtungen Chancen haben, dann
Ja, ist natürlich immer die Frage, wo gehen Sie her? Also, wir haben es vorher gehört, die Arbeitgeberattraktivität ist entscheidend. Was ich hier sehe, ist die Chance, die Digitalisierung reinbringen kann. Da kann man einiges vereinfachen, was Bildung angeht. Man kann Sachen wiederverwenden, multiplizieren von Inhalten. Und die Chancen, habe ich das Gefühl, werden heute noch nicht genügend ausgenutzt. Eine Frage noch, bevor wir in die digitale Bildung hineingehen. Frau Mellenberger, hat den Arbeitgeber attraktiver zu machen etwas zu tun mit dem Lohn, oder ist das zu kurz gedacht? Das ist immer so ein Thema mit dem Lohn. Ich denke, selbstverständlich muss der Lohn angemessen sein für das, was man macht. Ich glaube aber jetzt gerade bei uns beispielsweise ist die Sinnhaftigkeit bei sehr vielen im Vordergrund. Also jetzt im Moment erleben wir ja eine Debatte, die jeden Tag von der Energie geprägt ist. Und das ist etwas, was sehr viele Leute motiviert, da mitzuwirken, mitzugestalten, wirklich Vorhaben für die nächsten Generationen. Und ich denke, es ist sehr vielseitig. Das sind die Arbeitgeberattraktivität als Firma, der Brand. Es ist aber auch die Eigenanstellungsbedingungen, die wir auch merken, beispielsweise mit mobilem Arbeiten. Dort, wo das geht. Das geht bei uns natürlich nicht überall im Handwerklichen. Das hat aber auch mit Weiterentwicklung zu tun. Dass, wenn man sieht, wenn man in ein EWB kommt, kann man sich intern weiterentwickeln auf eine Funktion, die man vielleicht noch nicht hätte können. Also für Quereinsteiger, ich denke, es ist sehr vielseitig. Und da schauen wir möglichst meistens die ganze Klaviatur zu spielen. Ich würde sagen, Frau Hiltihall, das ist natürlich noch so das Problem, die digitale Bildung. Wir haben natürlich nicht gleich lange Spiess, aber eben, wenn wir von Berufen reden, die man heute ja auch brauchen, handwerkliche Berufe, wo man mit Maschinen vor Ort beschäftigt ist, dann wird es mit der digitalen Bildung ja schwierig, im Gegensatz zu anderen Berufsgattungen. Das ist so. Und dort, denke ich, sind wirklich auch Grenzen gesetzt. In gewissen Berufen, da muss man etwas können mit den Händen machen. Das nützt nichts, wenn ich ein Video sehe, wie ich es dann würde machen. Man muss, sei das Holz, muss man können anlängen, man muss Materialien können anlängen, man muss merken, wie sich das anfühlt, wenn man etwas muss zusammenfügen oder so. Und das ist klar, das geht digital nicht. Ich denke, es gibt dort Möglichkeiten für digital, wenn man Sachen muss, sag jetzt mal, wissen, Theorie lernen, das kann man digital. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass das nicht allen gegeben ist. Also wir haben jetzt gesehen, in der Berufsbildung, gerade während der Pandemie, es hat Leute, die haben super damit können arbeiten, dass sie daheim für sich vor dem Laptop haben können arbeiten. Und es hat andere, die schlichtweg abgehängt haben, weil sie sich selber die Struktur nicht haben können geben und ein bisschen weit überfordert waren mit dem, was gefragt wäre. Jetzt können wir das ein bisschen an das Absurdum führen, Lucia Annen. Also die perfekte digitale Bildung, würde das heissen, zukünftig leere Schulzimmer? Nein, das heisst ganz sicher nicht. Digitale Bildung heisst aber, dass wir überlegen, was brauchen unsere Kinder und Jugendlichen künftig, wie können wir sie auf das vorbereiten, wie können wir sie dort herführen, wie binden wir ein, das, was eben eigentlich da schon ist. Und ich glaube, das ist ganz etwas Entscheidendes. Und wenn man vom Lehrplan ausgeht, hat es dort ja drei Aspekte drin. Und das ist eins auch Medienkompetenz. Es geht auch darum, wie arbeite ich mit denen, wie komme ich zu Informationen, weil es sind gute Informationen. Wenn wir jetzt zu viel, also das ist der Bereich, wir haben den einen Teil von Informatik, ganz, ganz viele Berufe haben diesen informatischen Aspekt drin, wo es darum geht, Algorithmen zu verstehen, wie Prozesse abläuft, das ist ein Teil. Und der dritte Teil ist Anwendung. Wo es wiederum geht, ganz klar, ohne Computer, ohne Handy kommt man heute nicht mehr weiter, weil es darum geht, wie gehen wir mit diesen Teilen um. Und das ist wie das, was in der Schule muss vermittelt werden muss, was allen muss vermittelt werden muss, dass sie auf die zukünftigen Herausforderungen auch darauf vorbereitet sind. Und wenn ich hier den Schlund noch machen darf zum Fernunterricht, das heisst eben nicht, dass ich einfach eine Unterrichtseinheit daheim allein vor dem Computer muss durcharbeiten muss, sondern digitale Medien bieten uns viel, viel, viel mehr Möglichkeiten auch noch, zum Lernen, zum Zeug neu erfahren, zum Sachen auch neu gestalten. Adaptivere Formen, wo man viel individueller auf die Kinder eingehen kann, wo es Möglichkeiten gibt, technische Mittel gibt, wo man so ein Kind gut abholen kann, und zwar alle dort, wo sie stehen. Das ist nicht nur ein Abarbeiten von Lernmodulen beispielsweise. Haben wir da bei einer Fachhochschule mit einer anderen Klientel ähnliche Voraussetzungen, dass wir sagen, es muss wie beides haben, es muss vor Ort sein, es muss auch die Interaktion mit dem Menschen nach wie vor stattfinden und das Digitale möglichst gewinnbringend dazu nutzen? Ja, absolut. Also ich denke, die Kombination macht es sinnvoll und zweckmässig. Dort ist, denke ich, die Volksschulstufe noch stärker, so eine Klasse notwendig, je höher die Eltern
die Jungen werden, also Mittelschul-, Hochschulumfeld, dort erwartet man, dass sie sich selbstständig in ein Thema einschaffen können, selbstständig ein YouTube-Video schauen und dann etwas anwenden. Hat man von dem natürlich noch mehr Flexibilität. Wichtig aber, denke ich mir schon, dass, was schon gesagt wurde, dass sie verstehen, in welcher Situation sie was einsetzen. Weil manchmal ja, sieht man da noch so, so das Gefühl, die Jungen, die sind die Digital Natives, die haben das so mit dem Blut, sind aber mit dem aufgewachsen, aber auch die müssen es faktisch lernen, wie man die digitalen Medien richtig und nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig anwendet. Und ich denke, da kann die Schule, also die Volksschule, einiges noch beitragen. Aber inwiefern ist eine Gefahr da, wenn man ja mit so Modulen arbeitet, wo man sie dann ja auch nicht kontrolliert, wer hat jetzt wie viel gemacht und ist wirklich mit dem nötigen Druck dran. Also ich kenne das von mir selber auch, von früher, von der Schule, wenn da nicht jemand hinten dran ist, gestanden, dann ist vielleicht auch nicht das Maximum rausgeholt, das ich hätte können in dieser Zeit. Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sind auch am Experimentieren. Wir haben so einen Grundkurs Programmieren, den wir für alle Studierenden von Uni Bern, PH Bern und von der BFH anbieten. Das ist freiwillig, sie bekommen schon die Punkte, ECTS, aber unter einem Semester wird das nicht geprüft. Und da haben wir gemerkt, das fängt ganz viele an. Und dann mit der Zeit springen immer mehr ab. Und da hilft es wahrscheinlich in Zukunft, wenn wir so wie kleine Zwischenetappen, so kleine Meilensteine einbauen, wo wir faktisch ab und zu mal prüfen, sind die Leute noch dabei, haben sie es verstanden, können sie es anwenden. Also, dass man dort so ein bisschen sowohl intrinsische Motivation fördert, aber ab und zu braucht es auch ein bisschen extrinsische Motivation. So aus der Sicht von Grossrätin herausgeschaut, was gibt es überhaupt für brauchbare Modelle? Also es ist jetzt nicht hier vom Fachspezifischen, es gibt irgendeinen digitalen Kurs für das Thema XY, oder müsste es ja irgendwie so ein übergreifendes, schon fast wie ein digitales Schulsystem geben? Ein generell digitales Schulsystem, das wäre, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Unterschied, ob wir von Volksschule reden oder ob wir von einer Fachhochschule reden oder ob wir von einer Berufsschule reden. Es ist ganz viel möglich. Ich denke, ja, dort müssen wir schauen. Das eine ist ja vielleicht, wenn wir jetzt, Berufsleute aus verschiedenen Sparten probieren, dazu zu bewegen, dass sie eine PH machen, für dass sie Lehrer werden. Ja, das ist zwar für die Lehrerschaft so weit positiv, aber die fehlen nachher an einem anderen Ort. Also ich habe das Gefühl, wichtig ist, dass man die Berufsbildung als Ganzes, egal in welchem Bereich, wirklich vorantreiben können, dass die wirklich attraktiv ist und dass die Leute nachher auch möglichst lange in diesen Berufen bleiben. Und es ist im Moment so, wir haben mehr Leute, die jetzt in die Pension gehen, als Leute, die nachher kommen, die in die Berufe einsteigen. Und das wird sicher noch ein Zeitchen andauern. Frau Mellenberg, wie sieht es bei der EWB aus? Wir haben das Schulsystem als solches, also Leute, die auch bei euch arbeiten und quasi in die Schule gehen, Ausbildung machen. Aber hat die EWB selber auch digitale Angebote, wenn es um die eigenen Produkte geht oder um die eigenen Tätigkeiten in der Firma? Also ich möchte vielleicht dort anschliessen, was Brigitte gehört hat, nämlich bei den Pensionierungen. Wir haben sehr viele Jahrgänge, die jetzt ins Pensionsalter kommen. Und dort sind wir jetzt dran, einen Beruf, wie wir beispielsweise den Wissenstransfer machen. Weil das sind Leute, die 30 Jahre im Beruf gearbeitet haben. Und das sind Leute selbst mit einer abgeschlossenen Lehre einfach zum Teil noch nicht gleich weit. Und wie geht das Wissen weiter? Und dann können wir ganz sicher... Genau, da können wir ganz sicher den Wissenstransfer auch digital unterstützen. Wenn man ums Holz anlegen oder Strom geht, kann man das nicht voll ersetzen, aber man kann es ganz sicher unterstützen. Daneben, was mir auch noch wichtig ist wirklich die Kombination. Es gibt ja viel Ängste auch bei gewissen Mitarbeitern von digitalen Lehrgängen. Wir gehen zum Beispiel jetzt im IT-Bereich dorthin, wo wir sagen, wir bieten beides an. Der digitale Lehrgang oder auch physisch. Aber die physisch kommen, die haben nicht einfach vortragen eine Lehrerin oder einen Lehrer, der es wie erzählt, anhand einer Folie, sondern die machen das digital vor Ort. Und wir hoffen, dass wir mit dem wie zwei Aspekte abdecken können, nämlich, dass sie inhaltlich geschult sind, aber dass sie sich das nächste Mal sich getrauen, es auch selber daheim digital zu machen. Und ich glaube, das ist die Kombination von verschiedenen Arten von Lehren. Wir reden auch von Diversität. Es haben ja nicht alle Gelegenheit, vielleicht einfach am Abend oder am Samstag einen Lehrgang, eine Weiterbildung zu besuchen, dass wir dort verschiedene Formen kombinieren und halt einfach sehr zielgruppenspezifisch. Ich habe vorhin vor Angst gekriegt, das geht dann manchmal in der Digitalisierung auch die Angst um, dass quasi durch ein digitales Format plötzlich der Mensch oder der Job des Menschen ersetzt wird. Richtig Schule gesehen. Ich weiss, im Moment zwei Lehrerinnen und Lehrer haben jetzt geschaut, wie kann man die Stelle besetzen.
Aber gehen dort auch so Ängste um, dass man denkt, ja, wenn wir eigentlich digitale Formate haben, wo wir uns weiterbilden können, ohne eigentlich tatsächlich müssen, einen physisch-menschlichen Kontakt zu haben, sind solche Ängste um, dass sich Lehrerinnen und Lehrer auch fragen, braucht es mehr Zukunft beim einen oder anderen noch? Beim Sportunterricht wahrscheinlich schon, aber wie sieht es bei anderen Sachen aus? Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Es geht ja nicht darum, mit den digitalen Tools etwas zu ersetzen, sondern es geht da wirklich darum, digitale Tools zu nutzen und eben gewisse Sachen zu erweitern. Also, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, selbstständiger zu arbeiten. Dass man sie eben verwünscht, wenn man merkt, jetzt hängt es langsam ab, dass man sie dann begleiten kann und schauen, was brauchen sie eigentlich dazu. Dass sie wie das Rüstzeug bekommen, um sich so in dieser Welt zu bewegen. Und die Ängste, ich möchte wieder mal auf das zurückkommen, Sie haben das vorhin auch gesagt mit dem Wissenstransfer. Man muss einfach sehen, das ist ein unglaublicher Schritt. Die Leute, die jetzt pensioniert werden und die heutigen Jugendlichen und Kinder, die jetzt in der Schule sind, das sind so unterschiedliche Welten. Und ich glaube, diese Veränderung, die ist ganz sicher mit Ängsten verbunden. Also ich habe heute wieder gedacht, ich mache meine Notiz, ich drucke sie noch aus und nehme sie mit. Und andere Sachen wie Mitarbeitergespräche mit meinen Mitarbeitern, die Schuhe fix, die mache ich schon lange nur noch digital. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, wie wir auch wir ja in diesem Wechsel sind, wie wir unterwegs sind, wie wir verschiedene Tools nutzen. Wo es eben nicht nur darum geht, einen Kurs oder ein Modul zu machen, sondern eben auch darum geht, digitale Tools im Alltag innen anzuwenden. Und gerade in der Volksschule gibt es dort ganz viele Möglichkeiten, um auch zu zeigen, dass wie Neues möglich ist. Weil man eben kann mit Hilfe von digitalen Tools zum Beispiel nicht nur Texte schreiben, sondern man kann die vertonen, man kann die vielleicht noch ein Film dazu machen. Also es gibt da die Möglichkeit, auch mehr daraus zu machen, als nur einen Ersatz von etwas, was man vorher frontal gemacht hat oder denkt, dass ich vorher frontal war. Jetzt werden ja in der Volksschule auch die Jüngsten daher geführt, mit digitalen Mitteln zu arbeiten. Die Generation wächst natürlich auch mit dem auf. Trotzdem gibt es zwischendurch auch kritische Stimmen von der Elternschaft, die sich fragt, muss das schon sein? Ich glaube, das hat fest mit dem zu tun, wie wir selber aufgewachsen sind, wie wir selber Schule erlebt haben und wie es jetzt läuft. Ich denke, wenn Kinder zu viert über dem iPad sind und versuchen, dem Tier, das sie jetzt gerade am Zeichnen sind, zusammen ein Bild zu machen, das man nachher an den Beamer projizieren kann, ist das ja wie etwas, das einen Mehrwert gibt, das man vorher noch nicht machen konnte. Und das heisst ja eben auch nicht, dass sie von morgen bis am Abend nachher nur noch an diesem Gerät sind. Darum sind ja auch die Zuteilungen entsprechend. Da hat ja nicht jedes Kind sein eigenes Gerät. Da werden sie langsam darauf hergeführt. Und ich glaube, genau dort gibt es die Chance, mitzumachen mit dem, was sie auch mitbringen. Wenn sie nämlich in Basisstufen oder in Kinski kommen, kennen sie die Geräte schon recht gut. Und genau das aufzufahren und eben vielleicht auch zu schauen, was machen sie damit. Es ist schon die gesellschaftliche Diskrepanz. Oder? Wir sagen ja, jetzt schau nicht ständig auf das Handy oder mach mal etwas anderes. Geh aus an die frische Luft. Aber eigentlich auf der anderen Seite sagen wir eben genau, tun wir Digitalität, tun wir all die digitalen Sachen und Tools, die uns zur Verfügung stehen, ideal nutzen. Und das heisst aber auch viel nutzen. Ja, also mit uns einfach, das gesagt ist worden, sehr entscheidend, was macht man mit diesen Geräten. Tut man einfach nur YouTube- und TikTok-Filme konsumieren und quasi sich da berisseln? Kann man manchmal machen, oder? So ein bisschen als Entspannung, warum nicht? Ich sehe vor allem denke ich, das Kreativpotenzial, das mit diesen Medien mitkommt. Und da eben, was ich sehe, was Digital Skills alles kann umfassen kann, was junge oder auch ältere Leute alles können kreativ kreieren, wenn sie eben können, einerseits mit den Medien umgehen, die anwenden. Mir ist aber vor allem auch wichtig, dass sie eben die Skills haben, die sie selber Programm entwickeln können. Selber können kleine, vielleicht am Anfang mit Scratch, so mit dieser visuellen Programmiersprache und später dann mit Python oder anderen Programmiersprachen coole Programme schreiben und dann Sachen vereinfachen. Ich erinnere mich erinnern, mein Sohnemann, der ist jetzt im Gimmer, muss Franzwörtchen und Englischwörtchen lernen. Er ist jetzt nicht wahnsinnig motiviert, aber hat sich jetzt über das Wochenende hat er sich ein Programm geschrieben, wo er die Wörter abfragen und dann hat er noch ein bisschen Spass gehabt, noch etwas programmieren und tut nebenbei noch ein bisschen Franzwörter lernen. Und so kann man dann, wenn man die Klaviatur beherrscht, das müssen ja nicht alle jetzt da super programmieren, aber einfach mindestens so Grundfähigkeiten, sollten alle die Möglichkeiten haben, das zu lernen. Und das finde ich sehr wichtig, weil sonst gibt es eigentlich die Spaltung wird der Digital Divide, der Graben wird nur noch grösser, dass eben die Leute, die
mit diesen Sachen arbeiten können. Und die Leute, die es eben nicht können, und dann haben sie Angst und verstehen es nicht und fühlen sich bedroht. Und ich denke, das sind echte Probleme, die wir müssen sowohl im Bildungssystem wie auch in der Politik angehen. Ja, Frau Mellenberg, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja im Titel auch den niederschwelligen Zugang für alle. Und jetzt gibt es wahrscheinlich auch Leute, die vielleicht Vorbehalte haben oder einfach noch nie etwas damit zu tun hatten. Und die muss man abholen. Und zwar eben so, dass es wirklich niederschwellig ist, dass es ihnen wie nichts zu tun gibt. Sind wir da aus eurer Sicht auf einem guten Weg oder muss man da noch viel etwas investieren? Ich denke, es ist ein ewiges daran arbeiten. Also beispielsweise haben wir so ein internes EWB-App. Und das hat wie verschiedene Kanäle. Einer ist wieder offiziell, aber es hat auch einen, der mehr spielerisch ist, wo die Leute irgendetwas an die Pinnwand schreiben können. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man merkt, da gehen Leute, die vielleicht noch nicht so digital sind, trauen sich mal etwas zu posten oder etwas zu kommentieren oder stellen mal etwas online, was sie vielleicht sonst sich bis jetzt nicht getraut haben. Ich denke, auch dort die Leute einfach herführen, die Ängste nehmen. Und ich würde das aufnehmen von Matthias, es ist eben eine Kombination. Es ist nicht zu kommunizieren, künftig ist alles nur noch digital. Sie haben gesehen, wenn Corona nur noch digitale Sitzungen, kann es wahrscheinlich nicht sein, auch wenn viele gesagt haben, ja, ich kann meinen Job daheim machen. Es ist trotzdem etwas, was fehlt. Den Austausch, man in die Augen zu schauen, ein Personalgespräch nicht einfach anhand des Tools zu machen, sondern zu schauen, wie geht es weiter, wo steht man. Und da kann man die Leute schon herführen und immer wieder mitnehmen, immer wieder in kleinen Schritten, so, dass es nicht Ängste sein und so überwundbare Etappen. Und dort haben natürlich auch viele, wir haben vorhin von den Eltern geredet, die viel Wissen haben, um weiterzugeben. Aber dort haben auch viele Junge plötzlich ganz eine andere Rolle, die selbstbewusst herstellen, vielleicht jemandem etwas erklären, der noch nicht gewusst hat, wie man jetzt vielleicht in einem Tool etwas bedient. Weil ich nachher frage, findet so ein Austausch bei euch statt? Weil bei euch im BWB ja die Bandbreite gross ist, eben auch jetzt pensioniert wird, wo irgendwie seit 40 Jahren vielleicht bei euch ist und noch genau weiss, wie die Schraube hier funktioniert. Und der andere, der mit der ersten iPad-Generation wahrscheinlich aufgewachsen sind. Das sind ja Welten, das sind Generationen. Findet so ein Austausch statt, zum Beispiel bei WWB? Das ist sehr unterschiedlich. Oder auch da kann man nicht sagen, es ist überall gleich. Für mich ist wichtig, dass wir das mehr fördern. Also das eine ist in den Generationen, aber das kann auch sein interne, externe Leute. Leute, die seit 20 Jahren mit etwas arbeiten. Jetzt kommt vielleicht auch jemand aus einer anderen Branche. Wie nimmt man diese Leute mit? Über Bereiche hinweg, mehr in den Prozessen denken. Das ist sehr vielseitig, aber das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Frau Hiltihalder, das hat auch immer mit Kosten zu tun, mit grossen Kosten, mit Investitionen. Im Kanton Bern, was die digitale Bildung anbelangt, in den Schulen, in Institutionen, sind wir da gut unterwegs? Haben wir da zu wenig Mittel zur Verfügung? Müsste es mehr sein? Nee. Müsste wahrscheinlich immer mehr sein, aber... Ja, also die Frage ist so gestellt, dass sie eigentlich nur mit Ja kann beantwortet werden. Es braucht mehr. Das eine ist das Geld, da bin ich überzeugt. Es braucht Geld, dass man Geräte anschaffen kann, aber es braucht auch einfach auch einen IT-Support, der funktioniert. Es braucht Geräte, die funktionieren, es braucht Leute, die kommen können. Beispielsweise jetzt bei mir an der Berufsschule, Einführung, neue Jahrgang. Man sollte ihnen zeigen, wie sie wo was finden und dann geht einfach das Internet aus. Oder? Und das ist einfach, ich weiss, das kann passieren, aber dann müsste man einfach super sein, wir müssen einfach jemanden vor Ort haben, der einfach sagen kann, okay, jetzt machen wir das und das. So. Geld ist das eine, das andere ist aber auch wirklich, ich denke, man braucht einen grossen Support. Leute, die seit das Floorwalker in den Schulhäusern, ich rede jetzt von der Berufsschule, nicht unbedingt von der Volksschule, oder die wirklich unterstützen können, wo man weiss, ich habe ein Problem, ich komme nicht nachher mit dem. Das habe ich das Gefühl, das ist wichtig. Und die Medienkompetenz grundsätzlich bei den Jugendlichen, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe durchaus Leute, die sehr minimale Anwendungskompetenzen haben, weil einfach alles über das Handy läuft. Dann mache ich WhatsApp oder mache eine Sprachnachricht und dann Texte müssen schreiben. Das hat man zwar mal gelernt, wie man ein Word macht, aber bis man dann dort wieder drinnen ist. Und dann haben wir andere, die machen das zack, also die sind dort wirklich daheim. Und das habe ich das Gefühl, das ist auch eine Schwierigkeit. Es sind nie alle auf dem gleichen Niveau, auch wenn alle die Schule auf der Laufen haben und eigentlich in dem sie gefördert wurden. Luciane, das ist ja immer so eine Angst, die man gehört zwischendurch, dass durch das Brauchen von digitalen Tools oder durch das Brauchen von Hilfsmitteln das eigene Denken im Hintergrund rückt. Man kann kaum mehr selber die richtige Rechtschreibung, man kann kaum mehr selber einen Brief von Hang schreiben. Wie sieht es mit diesen Ängsten aus, berechtigt oder nicht?
Das ist eine Herausforderung, aber ich würde das nicht als Angst bezeichnen. Ja, eben, wir sind wieder da, das verändert sich. Und was brauche ich wirklich? Ich muss sicher wissen, wo kann ich meinen Text eben korrigieren. Wo finde ich Tools, dass ich das machen kann. Ist aber der Radrieb auch da, dass sie es machen, weil es ja ganz bequem ist, einfach schnell etwas vorzusuchen? Ja, deswegen haben sie es im Duden nachgeschaut, sind aufs Gleiche gekommen und haben dreimal länger gebraucht. Also das kann man wie sagen, aber dass ihnen überhaupt in Sinn kommt, mal zu kontrollieren, vielleicht ist das, was ich geschrieben habe, ja nicht richtig, wie könnte man auch noch? Oder wo finde ich gute Textbeispiele und könnte anhand von dem eine Übertragung machen? Also da gibt es ja auch wieder Möglichkeiten, wie dass man das machen kann. Will ich einfach noch schnell notdoppeln zu vorher, was die Volksschule macht. Die hat Technik ist vorhanden, Support, jawohl, das ist etwas total Wichtiges, es muss auch laufen. Und dann kommt eben genau die dritte Komponente, wie machen wir guten Unterricht mit diesen Tools, wie gelingt uns Qualität hochzuhalten. Und dort die Herausforderung zu haben von Lehrpersonen, die wie mitzunehmen auf diesen Weg, die vielleicht das nicht per se schon können. Jetzt kommen da Kinder und Jugendliche mit ganz anderen Skills, die die schon reinbringen. Und das wird zusammen gut zu nutzen, so eine Offenheit zu behalten, an dem Draht zu bleiben und gemeinsam da für sich zu gehen, ich sehe eine grosse Chance. Frau Mellenberger, als CEO von EWB, digitale Bildung oder Digitalisierung auch von einer Firma, von einer Institution wie der EWB, das sind ja wahrscheinlich riesige Beträge, die das inzwischen verschlingt. Etwas, was man vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten noch so by the way hat müssen mitnehmen, ist jetzt zum fixen Bestandteil geworden. Zahlt sich das so aus? Also ich habe vielleicht noch ganz kurz zurückgeschaut. Ich finde, man hat sich schon immer auch digital weiterentwickelt. Wir tun jetzt manchmal so, als wäre es so etwas Neues. Seit heute von da. Wenn wir sehen, eine Leitzentrale, wie die heute aussieht, im Vergleich von vor 20 Jahren, ist es nicht mehr wieder zu erkennen. Also wir haben schon immer Fortschritte gemacht. Vielleicht haben sie sich beschleunigt, aber es ist nicht etwas völlig Neues. Selbstverständlich hat es viele Investitionen zur Folge. Jetzt beispielsweise gerade beim Fernwärmenetz, dass wir das automatisiert betreiben können. Da brauchen wir noch Glasfaser dazu. Etc. Also das hat grosse Investitionen zur Folge, aber es hat auch mit Sicherheit, mit Qualität zu tun, mit einem Überblick haben, was wo läuft. Von dem her müssen wir in die Richtung gehen. Es ist nicht nur eben darum gehen, Befähigung von Menschen, sondern auch das Thema Qualität und Sicherheit. Wir kommen jetzt Schlussrunde. Und da vielleicht auch ein bisschen Ausblick oder auch ein bisschen Wunsch, gerade in dieser nicht einfachen Zeit. Und mit der einfachen Zeit, wenn wir unter anderem den Konflikt im Moment haben, wo Auswirkungen zum Beispiel auch auf die Strompreise haben. Und damit wahrscheinlich auch auf Personal und auf Ausbildung. Was wünscht ihr euch für die nächsten Jahre in der Entwicklung von Digitalisierung und der Entwicklung von der EWB als Gesamtes? Ich glaube, das gegenseitige Verständnis, dass es beides braucht. Dass wir vor Ort brauchen, das Handwerk ist vor Ort. Der Austausch zwischen Menschen muss auch vor Ort und zwischen Menschen passieren. Aber nicht Angst, wenn es eben die Automatisierung, die Digitalisierung hineingeht, dass wir das dort wirklich auch zukunftsgerichtet einsetzen können. Und zwar eben nicht nur als Unternehmen, sondern das sind gesellschaftliche Themen. Wir brauchen Leute, die fit sind. Aber wir müssen auch Leute ausbilden, für die Gesellschaft fit sind. Das ist ein Zusammenspiel. Frau Hilti Haller, ein Thema, das auch in den anderen Themen wieder vorkommt, ist die E-Idee, die vor dem zweiten Anlauf steht. Ohne die gehen viel nicht, ohne die können wir viel von diesen Themen vergessen. Ist das so ein grosses Thema, das hier auch mitschwingt? Oder müssen für euch ganz andere Sachen umgesetzt sein in den nächsten Jahren? Oder müssen für euch ganz andere Sachen umgesetzt sein in den nächsten Jahren? Oder ist für euch die E-Idee auch etwas vom Zentralen, das muss umgesetzt werden? Zentral hat jetzt nicht gesagt. Ich habe wirklich das Gefühl, die dringlichen Probleme jetzt aus meiner Warte, mit Fokus auf Bildung, auf Berufsbildung, habe ich das Gefühl, wir müssen dort ansetzen. Und eben, es ist ja nicht so, du hast es vorhin gut gesagt, es ist ja nicht so, dass nichts da ist. Es ist ganz viel da und das müssen wir weiterentwickeln und dort dran sein. Und ich denke, es braucht wirklich beides. Digitalisierung, es braucht aber auch das Handwerk können von Handschreiben etc. etc. Und wenn wir dort weitergehen und uns so bewusst sein, dass es beides braucht, dann habe ich das Gefühl, dann ist man auf einem guten Weg. Matthias Stürmer, was seht ihr Entwicklungspotenzial oder wo sind eure Wünsche angesiedelt? Ja, also die E-Idee ist schon ein sehr zentraler Punkt, weil es durch die ganze Authentisierung im digitalen Raum Grundlage legt. Das ist heutzutage wirklich so ein Problem, das hat man fast überall in staatlichen Stellen, aber auch in Bildung überall. Und weil man noch immer keine klare E-Idee hat, also es gibt ganz viele Accounts, oder? Wir haben alle Dutzende von irgendwelchen E-Mail-Accounts und sonstigen Konten.
Aber es gibt noch keine staatlich prüfte, staatlich anerkannte digitale Identität. Also das, denke ich, ist eine wichtige Infrastruktur. Und in diesem Zusammenhang denke ich generell die digitale Infrastruktur, dass man das mal so ein bisschen anerkannt, neben den Stromleitungen und neben den Strassen und neben den Gebäuden, dass man eben sieht, dass so im digitalen Raum eine Infrastruktur braucht, die aus Technologie, aus Software, aus Daten besteht. Das Mindset, das denke ich, ist sehr wichtig, dass es in der Politik, aber auch in der Verwaltung immer stärker sich etabliert. Und dann finde ich, ist es einfach ganz wichtig, dass wir dranbleiben, weil wir haben also Forschungsprojekte über künstliche Intelligenz und was da international momentan geforscht wird, zum Beispiel im Bereich Natural Language Processing, so Sprachverarbeitung mit künstlicher Intelligenz, das geht ab, oder? Das geht wirklich ab wie Raketen. Und dann werden innerhalb von wenigen Jahren werden wir KIs haben, die ganze Aufsätze selber schreiben oder irgendwelche Gedichte oder irgendwelche Forschungspublikationen mit künstlicher Intelligenz. Und dann muss man dann parat sein und prüfen, ist es ein Mensch gewesen, der das geschrieben hat, oder ist es eine Maschine gewesen. Man muss überhaupt mal wissen, dass es das gibt. Und also dann habe ich das Gefühl, das ist ganz wichtig, dass wir dranbleiben, und zwar auf allen Stufen, sei es auf Management-Ebene, aber auch natürlich bei den Leuten der Basis, bei den Fachkräften. Also das ist ganz konkret am Laufen, das ist ganz viel am Laufen. Lucianen, für euch, wo sind eure Wünsche angesiedelt? Danke, dass Sie den Satz nochmal mit dem Wunsch anfangen. Ich versuche es, glaube ich, ein bisschen zusammenzunehmen. Das eine ist das sehr bewusste Einsetzen, das bewusste Heranschauen, wie sind unsere Kinder und Jugendlichen unterwegs, wie können wir sie unterstützen. Und das andere, was auch gewählt worden ist, ist die Balance zu finden. Und mein Wunsch darin wäre, dass man eben eine Balance bekommt, die nicht mehr entweder oder ist. Also dass nicht mehr die Frage gestellt wird, machen wir es jetzt digital oder machen wir es anders, sondern dass das Digitale so in unserem Alltagshandeln gut und bewusst eingebunden ist, dass es nicht mehr immer ein entweder oder ist, sondern dass das eben zusammenläuft. Merci vielmals für die äußerst interessante Runde. Danke Lucia Annen, merci vielmals Cornelia Mellenberger, danke Brigitte Hirti Haller und danke Matthias Stürmer für euren Besuch am digitalen Mittagstisch von der Berner Digitaltag. Meine Damen und Herren, das war es. In 15 Minuten sind wir schon mit dem nächsten Thema zurück. Bleibt dran, bis nachher.